Guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen bei Boulevard Bio. Mein Thema: erfolgreich und sexy. Also, ich muss neulich zum Finanzamt, weil ich meine Steuern nicht. Und da habe ich mir gedacht, ich ziehe gar nichts an, ich gehe nackt. Dann können die mir auch nichts wegnehmen. Ich wurde gestern gefragt, Herr Professor, wie ist das mit Kirchenbüchern? Gut, Kirchenbücher zählen zwar nicht zu den Klassikern der Weltliteratur, aber immer noch besser als ein Gras. Weil von einem guten Kirchenbuch hat wenigstens der Magen etwas, von einem Gras hat niemand etwas, er schlägt einem höchstens auf den Magen. Hoch hängen die Brüste über mir. Doch ich schließe nicht locker. Stellt mich einfach auf den Hocker. Nur ich muss ja mal was sagen. So als ältere Schauspielerin kriegst du überhaupt keine vernünftigen Rollen mehr in diesen ganzen Liebesfilmen. Aber wie gut, dass es die Privaten gibt. Könnt ihr mich so ja anrufen. Habt eine eigene Nummer. Habt ihr was zu schreiben? 0190 6666. Inge, die heiße Nummer, weil Küssen ohne ihr Biss ist doch viel erotischer. Inge. Ja, ha, ha, ha. Ja, mach mal ein Gedicht, noch ein Gedicht. Ja, die Made. Nein. Der Magen. Zwischen Lunge und Popo sitzt der Magen, das ist so. Ihm ist übel, denn er ist sauer. Schickt nach oben einen Bauer. Ja gut, der FC Bayern, ja, der hatte den Trapapapa-Toni, den hat er den Luca-Toni, er hat den Schweini, der hat den Poldi, der hat den Uli, um die Ecke ist der Aldi, ja, der braucht Eier natürlich unbedingt den Klinzi. Ja, servus. Die Ehe ist der häufigste Grund aller Scheidungen. Und der teuerste Weg, mit einer Frau zu schlafen. Darum sage ich euch, wer schläft, sündigt nicht. Aber wer vorher sündigt, schläft besser. Ja, wunderschönen guten Abend. Ja, ja. Sehr schönes Haus. Sehr schön. Verzeiht ihr? Das ist handlich mit dem Haus, wa? Ich wird besser ein Hotel, wa? Ein Haus ist ein Haus. Liebe Stammtisch, Brüder, Stammtisch, Schwester. Hier ist Adi von hier, vier im Schlachthof. Wenn ich sonntags morgens in der Früh ein, zwei Stunden im Garten sitze, dann tanke ich Kraft. Und ich habe mir angewöhnt, dass ich jeden Morgen in den Garten schaue und eine Blume hinrichte, aufrichte. Ansonsten sag ich meiner Frau, was ich tun würde, dann macht sie es mit dem Gärtner bzw. zusammen. Komm und rauch mit mir ein Joint. Und das Leben ist dein Freund. Und dann stehst du locker drüber. Guten Abend und herzlich willkommen beim Blaue Heinz. Ach Gott, beim Blaue Bock. Ach Gott, der Eppelmeier steigt mir in den Kopf neu. Muss ich dir sprechen, dir erzählen vom Eppelmeier? Hast du Eppelmeier im Blut? Geht's deinem Pepper richtig gut? Nur 5 Liter von dem Saft erweckt ihn dir die Manneskraft. Schnell wirst du zum Spitzebock greifen, der wird den Unrock. Ja. Herr Bekorni, Freunde, heute wieder ganz was Tolles gekocht. Jetzt habe ich 2 ganz tolle Gäste, den Bohlen und den Boris. Das sind 2 ganz tolle Köche, die haben ihr Leben noch nie was anbrennen lassen. Oh, Dieter, ich bin mein Schnuckelchen, bist du schon wieder in Schwierigkeiten? Ich habe auch nicht richtig verstanden. Ich glaube, er hat irgendwas von Würmchen gesagt, Dieter. Du sollst aber Würmchen machen. Mache mit Würmchen. Durchaus richtig. Man nennt mich auch die Supermakel. Ich hab's ausgesucht. So, Planet, dreh mal. Bitte mal. Oh, der fürchterlich.
Angie, high heels. Angie, du musst high heels tragen. Deine Handtasche muss lebendig sein. Angie, ich bin nach 6 EP. Viel Spaß mit Herbert. Herr Kanzler, wählen Sie uns wieder! Ich hab's nicht vergessen.